Frau G. ist ratlos. Sie soll ihrer Hausbank eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen, weil sie ihren laufenden Kredit vor Ablauf der Zinsbindung gekündigt hat. Es handelt sich um einen fünfstelligen Betrag. Sie wendet sich an Dr. Jochen Sues, Fachanwalt für Bankrecht. Es ist tatsächlich so, wenn ein Darlehensvertrag, für den eine feste Zinsbindungsfrist vereinbart wurde, vorzeitig gekündigt wird von dem Darlehensnehmer, dass dann er eine Vorfälligkeitsentschädigung an die Bank dann zahlen muss. Der Gedanke hinter so einer Vorfälligkeitsentschädigung ist der folgende. Die Bank verzichtet ja auf Zinsen oder muss auf Zinsen verzichten, wenn vor Ablauf der Zinsbindungsfrist der Darlehensbetrag zurückbezahlt wird. Diesen Verlust muss der Darlehensnehmer ausgleichen. Als Vorfälligkeitsentschädigung wird demnach das Entgelt für die außerplanmäßige Rückführung eines Darlehens während der Zinsfestschreibung bezeichnet. Eine genaue Berechnung ist relativ kompliziert und natürlich fallabhängig. Jedoch hat der Bundesgerichtshof hierfür gewisse Grundsätze aufgestellt. Und man kann das dann auch durchaus über Internetrechner und Ähnliches mal annäherungsweise zumindest dann ermitteln. Und man kann auch Vorfälligkeitsentschädigungen, die berechnet wurden, überprüfen lassen, beispielsweise über einen Anwalt oder auch durch Verbraucherzentralen. Chancen auf eine Unwirksamkeit der Vorfälligkeitsentschädigung gibt es dann, wenn die Bank im Rahmen der Kreditvergabe bei der Belehrung über das Widerrufsrecht einen Fehler gemacht hat. Frau G. allerdings wurde richtig belehrt und muss den Betrag bezahlen.